Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, heute sprechen wir über eine Innovation, die die Gastronomie revolutionieren könnte. Und ich sage häufig, wir Gastgeber, Gastgeberin, wir müssen 12 Berufe gleichzeitig ausüben können, damit wir einen guten Job machen. Das könnte aber demnächst ein Ende haben. Stellt euch einfach mal vor, ihr könntet ein Restaurant eröffnen, ohne jahrelange Gastronomieerfahrung zu haben. Ohne komplexe Rezeptentwicklung, macht eh keiner gerne, ohne Kochkenntnisse und sogar ohne Koch. Und zusätzlich ohne das übliche hohe finanzielle Risiko. Klingt das etwa zu schön, um wahr zu sein? Oder klingt das eher besorgniserregend? Wenn zukünftig Hinz und Kunz ein Restaurant eröffnen können, muss man mal drüber nachdenken. Ja, und mit einem spannenden Mix aus Robotik, künstlicher Intelligenz und durchdachten Geschäftsmodellen sind wir tatsächlich jetzt dazu in der Lage, ein Restaurant zu eröffnen und einfach nur Gastgeber oder Gastgeberin zu sein. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich bin ja beim Thema Digitalisierung, schreie ich immer hier, aber Digitalisierung ist einfach nur das Werkzeug. Digitalisierung ist nur der Hammer. Und mein heutiger Interviewgast, der kommt gleich mit dem ganzen Werkzeugkoffer. Tolles Bild. Und ja, ob das am Ende des Tages gut oder schlecht sein wird, das wird sich zeigen, das möchte ich gar nicht bewerten. Aber wie das genau funktioniert, das erzählt uns heute mein heutiger Interviewgast Tim Plasse. Tim ist tatsächlich heute schon, und ich freue mich sehr darüber, zum dritten Mal im Küchenherde-Podcast. Und für diejenigen von euch, die Tim noch nicht kennen, Tim eröffnete Ende der 90er Jahre den King Kamehameha Club in Frankfurt, wollte aber eigentlich Architekt werden, das war der Masterplan, und jetzt ist er bei den FAB Heroes als Geschäftsführer und aus meiner Sicht Vordenker unter anderem zu den Themen Digitalisierung und Automatisierung unterwegs. Ja, Tim kennt die Herausforderungen in unserer Branche aus erster Hand und hat es sich und dem Team der FAB Heroes zur Aufgabe gemacht, den Einstieg in die Gastronomie radikal zu vereinfachen. Herzlich willkommen, lieber Tim. Schön, dass du wieder da bist. Ja, Markus, ganz lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich freue mich mit dir über unsere, sag ich mal, Herzensangelegenheit, unsere Branche zu sprechen. Und ich fange direkt mal an mit ein paar Insights. Wenn ich einen Interviewgast im Podcast habe, der bekommt von mir immer so ein Vorbereitungssheet. Einmal, was ist das Thema, wie sind so die Fragen, wie soll ich dich anmoderieren, hast du irgendwelche Links, die ich in die Shownotes packen soll und so weiter. Also wirklich ein Vorbereitungssheet, so nenne ich es immer. Und das habe ich natürlich auch Tim geschickt und Tim hat mir dann noch was zurückgeschickt unter der Frage, möchtest du etwas verändern? Und dann hat er da geschrieben, wir sollten weniger digitalisieren. Und ich habe mir gedacht, Tim, das kannst du doch nicht sagen. Wir dürfen doch nicht weniger digitalisieren. Was meinst du damit? Ja, das ist natürlich provokant. Gerade das dir zu sagen, der sich mal so tief sich damit beschäftigt. Ich glaube, wir kommen zum Core-Problem, dass wir immer bis jetzt dachten, mit weiteren Tools, mit weiteren digitalen Lösungen würden wir das Gesamtproblem lösen. Ja. Und ich glaube, so rein ganz emotional haben wir alle das Gefühl, es ist so kompliziert geworden, es ist so anstrengend, es ist so schwierig. Und eigentlich wollen wir das Ergebnis haben als Gastronomen. Ja, wir wollen nicht das Problem selber lösen müssen mit irgendwelchen Hilfsmitteln, sondern wir wollen das Problem abgenommen bekommen. Und ich glaube, wir sind in einer Phase, wo wir mehr die Dienstleistung haben wollen und das Problem abgenommen bekommen wollen, anstatt eine weitere digitale Lösung zu erhalten. Und ich sag mal, das führt mich auch dahin zu, mit der Grundsatzfrage, mit der wir uns beschäftigen, ist, was, wie du auch richtig gesagt hast, was ist denn die Core-Aufgabe in der Gastronomie oder als Gastronomin und Gastronomen? Und wie du es richtig gesagt hast, ist Gastgeber sein. Ja? Wir sind, sag ich mal,
ich sage mal, wir sind die letzte, wichtigste Bastion in dem ganzen digitalen Welt und Automatisierung und KI und was auch immer, weil es um Menschen geht. Ja. Wir sind, das ist ein People-Business und das macht das Besondere. Und ich glaube auch dieses, ich nenne es immer Human Touch, ist das Premium zukünftig, weil es darum nur noch geht. Ja. Und das kann man in der Gastronomie wie keinem anderen Branche oder Industrie wirklich auch haben, erleben. Und das ist das Echte, was zum Schluss so wertvoll sein wird. Um das aber zu erhalten, und da glaube ich, bin ich als, sag ich mal, Individualgastronom, wo mein Herz schlägt dafür, weil ich davon überzeugt bin, dass die Individualgastronomie, sag ich mal, der Innovator, der Pulsgeber, der die Creator sind für unsere Branche und die brauchen wir, damit überhaupt unsere Gesamtbranche auch dauerhaft erhalten bleiben kann. Weil sonst wird das irgendwann so ein Einheitsbrei mit den üblichen selben Gastronomien überall auf in Deutschland. Das wäre katastrophal. Die Beispiele haben wir im Handel gesehen, was passiert, ne? Wenn Innenstädte alle gleichgeschalten sind mit denselben Brands und demselben Besatz. Und ich glaube, dafür müssen wir sorgen. Aber das bedeutet, Gastronomie muss konkurrenzfähig sein. Ja? Auch Individualgastronomie muss den Herausforderungen Herr werden. Und das geht natürlich nicht einfach nur mit den alten Mitteln wie von früher, mit ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr anstrengen, noch ein paar Leute reinschmeißen und dann wird es schon gehen. Wir haben gemerkt, dass wir am Limit sind, dass es nicht mehr so weitergeht. Und da stellt sich die Grundsatzfrage, können wir vielleicht oder haben wir eine falsche Vorstellung, was der Gastronom, Gastronomin ist, tun sollte oder zukünftig tun muss. Ja. Und wie du es richtig gesagt hast am Anfang, wir sind so gestartet, wir müssen alles können. Ja. Und die Frage ist, müssen wir denn eigentlich alles können oder müssen wir nur anders denken und einen anderen Fokus haben, beziehungsweise müssen die in der Industrie mit, sag ich mal, partizipieren, also alle Zulieferer, alle Partner etc., vielleicht ein bisschen auch anders denken und überlegen, okay, was können wir sozusagen abnehmen, wie können wir die Komplexität reduzieren? Und reduzieren ist, glaube ich, das ganz große Thema. Wir müssen wegkommen von dem Gedanken, wie vielleicht aus den 80er, 90ern, mit mehr zu erreichen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, mit weniger mehr zu erreichen. Ja. Ja. Und das führt uns dazu zu sagen, wie können wir Teile aus diesem Gesamtkomplexitätsprozess, ja, wir sind die Letzten, die gesamte Wertschöpfung nochmal, ne, von null, von Anfang bis Ende, ne, wir sind die Kreatoren, wir sind die Produzenten, wir sind die Entwickler, wir machen R&D, wir müssen das Produzieren, herstellen, liefern, verkaufen, vermarkten, Customer Support machen, alles, was dazu gehört. Macht keine andere Industrie, ne? Also man fokussiert sich eigentlich. Und ich glaube, was ist der Fokus von der Gastronomie? Und das ist meiner Meinung nach Gastgeber sein, mit Menschen, ja, und kreativ sein. Das sind die zwei Core-Themen, die Gastronomie eigentlich sich darauf fokussieren sollte. Ja, da bin ich mit bei dir bei. Und ich glaube auch in Zukunft wird dieses Thema Essen wird uns nicht mehr so hundertprozentig eindeutig abgrenzen von anderen Gastronomien. Ich glaube, dass dieses Thema, wovon du gerade sprichst, dieses Menschsein, einfach am Gast sein und einem Mitarbeiter sein, dass das Thema sein wird, womit wir uns abgrenzen. Einmal beim Gast und natürlich bei den potenziellen Kandidaten, die zu uns kommen können. Und deswegen finde ich die Lösung, finde ich auch so spannend, weil das gibt uns dann die Möglichkeit, uns wirklich darauf zu fokussieren. Da kommen wir ja gleich nochmal zu, dass wir genau erklären, wie das funktioniert. Aber dass wir die Möglichkeit haben, uns wirklich auf das zu konzentrieren, auf dieses Menschsein, auf die People in unserem Business. Und wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft schauen, weitere Robotics-Lösungen, weitere irgendwelche Automatisierungen, die Geräte werden ja immer komplexer. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch immer durch Technologie hochwertigeres Essen anbieten können. Und deswegen wird das irgendwann mal nicht mehr das sein, womit wir uns abheben können, sondern es wird einfach diese Dienstleistung sein, auf die wir uns mit der Lösung, worüber wir heute sprechen, einfach
abheben können. Deswegen lassen Sie jetzt einfach mal den Hammer weglegen und direkt zum kompletten Werkzeugkoffer kommen. Wie funktioniert dieser Werkzeugkoffer, den ich so angeteasert habe in meiner Anmoderation? Ich sage mal, durch Robotik haben wir eine ganz neue große Möglichkeit und das ist, glaube ich, ein Game Changer in dem Sinne. Wie du eben richtig gesagt hast, Gastronomie, erfolgreiche Gastronomie ist vor allem Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit von Essen ist viel, viel wichtiger als dieser, sag ich mal, geniale Moment, sage ich jetzt mal. Ja? Sondern für uns als Gast, glaube ich, ist es zu wissen, ich bekomme zuverlässig immer das, was ich auch erwarte oder möchte, immer wieder. Das ist der größte Wert, den die Gastronomie hat. Und da strugglen wir oft dran oder daran arbeiten wir in der Gastronomie jeden Tag dran, dass wir das delivern können. Ja? Und durch die Robotik haben wir oder Automatisierung haben wir die große Chance, das wirklich auf einem sehr hohen Niveau zu garantieren. Der Game Changer darin ist aber, man hat das natürlich versucht mit Convenience früher. Einfach fertiges Produkt, irgendwo in der Fabrik hergestellt und dann einfach nur noch auftauen. Ist auch konsistent. Ne, auch immer gleich, nicht vielleicht gleich gut, aber das ist eine andere Frage. Ne? Aber da, so hat man das Thema, sag ich mal, gelöst bis dato. Und jetzt, glaube ich, haben wir zum ersten Mal die Chance, wieder dahin zu kommen, was die normale Gastronomie nämlich auch macht, sich am Point of Sale, also in der Gastronomie, dann frisch herzustellen. Und dieses frisch herstellen mit der Sicherheit einer zentralisierten Herstellung oder Produktionsweise ist auf einmal, hebt uns das auf einem Level oder gibt uns, sag ich mal, diese Sicherheit und Freiheiten, die wir vorher noch nicht hatten. Und das bedeutet, wir können frisch, safe, immer gleich, zuverlässig Essen herstellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was komplett eine andere Denke erfordert in vielerlei Hinsicht, auch dann natürlich bei der Produktentwicklung etc. Aber da kommen wir wieder endlich dahin, wo wir, glaube ich, was alle Gäste auch erwarten, nämlich frisches, leckeres Essen. Ja? Und das ist natürlich der erste große Game Changer, glaube ich, in der Zukunft durch Robotik. Ganz kurz, du sprichst jetzt von einem Kochroboter, ja? Ich spreche von einem Kochroboter. Ich glaube nicht, dass die Robotik in dem Front of House seinen Platz haben sollte. Es geht nicht um Service-Roboter. Das kann sicher für die Logistik oder für Transportwege interessant sein. Aber ich finde es völlig absurd zu glauben, dass ein Roboter dann irgendwann ein Hotel-Check-In macht oder irgendwie Gäste bedient. Das ist, glaube ich, auch das negative Bild, was viele haben, wenn wir von Robotik sprechen. Ja? Und ich glaube, das müssen wir komplett, sag ich mal, verdrängen oder vergessen. Es geht vielmehr darum, in dem ganzen Prozess dahinter, was der Gast auch nicht sieht, ja, was, das zu automatisieren und durch Robotik und Technologie Einsatz effizient zu gestalten. Weil da liegt auch der größte Kostenblock, der es gilt zu heben. Und damit dann, sag ich mal, auch genug für die Front bleibt, ne, für den, der da vorne bedient, für die Menschen, für die Qualität, für die Produktqualität etc. Und das ist, glaube ich, die neue Rechnung, die wir brauchen. Ne? Also bedeutet, wir müssen unseren Kuchen anders aufteilen. Ne? Und da gilt es, die Technologie zu nutzen, die es gibt, damit wir dann das Wertvolle, was wir brauchen, nämlich gute Zutaten und die Menschen, die, sag ich mal, mit Menschen interagieren, dass dafür genug Budget bleibt aus dem, sag ich mal, großen Kuchen und nicht alles für Logistik, Herstellung von Essen etc. drauf geht. Ne? Okay. Aber ich kann mir das dann so vorstellen, dass ich möchte ein Restaurant eröffnen und ich stelle mir dann, anstatt dass ich eine komplette Küche einrichte, stelle ich mir hinten dann einen Kochroboter in die Küche sozusagen, habe dann Rezepte, die bringe ich mit oder kriege ich die dann von euch oder wie funktioniert das dann? Und der Roboter ist ja auch nur ein Teilstück von diesem ganzen Konzept. Genau. Das ist, glaube ich, etwas, was eine Technologie alleine ohne Kontext ist halt einfach nur ein Gerät, ne? So,
kann eigentlich auch nicht viel. Und erst wenn der Kontext hergestellt wird oder wenn es befüllt wird mit Inhalt, wird das zu etwas Wertvollem. Ja? Hm. Und ich glaube, die Aufgabenstellung ist, dass wir behaupten, dass Deutschland braucht, ist ein Individualgastronomieland. Ja, es hat, zeigt sich, dass Ketten hier jetzt nicht so den großen Durchschlag haben wie vielleicht in anderen Ländern. Und bedeutet, wir brauchen viele individuelle Konzepte. Dennoch müssen die systemisch und sag mal, effizient sein. Und das ist das, was wir tun. Wir entwickeln die vor, sodass man nicht jeder bei Null anfangen muss, sondern dass man, sag ich mal, noch seine Anpassung machen kann, seinen individuellen Touch dranbringen kann. Aber zum Schluss ist die hat man denselben Vorteil wie von einem systemgastronomischen Konzept, aber trotzdem hat man Front seine Individualität und sein eigenes Brand und das, was ihn ein Gastronom ja auch auszeichnet, ne, mit seinen eigenen Ideen, in welchem Rahmen oder in welcher Atmosphäre man das Ganze haben möchte. Und wir entwickeln sozusagen White-Label-Konzepte, die dann entsprechend adaptiert werden können, für die unterschiedlichen Gastronomen, Gastronominnen zu sagen, okay, das ist so, dann wird das auch meins. Ne? Und wir glauben, dass zum Schluss die Gastronomen vielmehr die Creator sind und nicht unbedingt der Dienst, der Essen und Getränke durch die Gegend trägt oder irgendwelche Order-Taker sind, sondern eigentlich mehr der Host und der Gastgeber. Das, was du auch richtig so schön gesagt hast, das ist unser Core eigentlich in der Gastronomie. Hm. Ja. Okay, ich finde aber auch, das ist das so Wesentliche. Gerade wenn ich das jetzt nur auf den Service beziehe, dann werden wir so reduziert häufig auf diese Service-Tätigkeiten. Ich bringe Essen, ich räume Essen ab, ich bringe Getränke oder bereite Getränke zu. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es ja wirklich darum, den Gast zu sehen, den Gast einzuschätzen. Was ist das für ein Mensch, der da vor mir sitzt? Wie kann ich dem irgendwo einen tollen Moment machen oder den Menschen einen tollen Moment machen, die da vor mir sitzen? Und wie gehe ich am besten auf die ein? Das ist die eigentliche Arbeit. Und durch dieses Konzept habe ich halt die Möglichkeit, mich nur darauf zu fokussieren. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bringe ich also, ich habe Bock auf Gastronomie, habe keinen Schimmer, bringe also mein Logo mit, ich bringe meine Farbe mit und sage, Tim, ich hätte gerne Konzept A, B, C, ich nehme Konzept C und dann kann ich dann in ein paar Wochen oder ein paar Monaten meine Gastronomie eröffnen. Ja, in a nutshell ist es genau so. Was ist die Intention dahinter? Das hört sich so an, als könnte jeder Gastronomie. Wir wissen alle, wie schwer das ist und wie herausfordernd. Aber ich glaube, was damit zum Ausdruck kommt, ist, wir eröffnen für ganz unterschiedlichste Menschen die Möglichkeit, Gastronomie zu machen, die bis dahin komplett verwehrt ist. Bedeutet, wenn man sich im Freundeskreis umhört und die arbeiten irgendwie in großen Companies und so weiter, irgendwann kommt irgendjemand immer auf die Idee, ach, ich würde gerne eine Gastronomie auf mein Restaurant oder ein kleines Café oder irgendwas. Jeder erzählt dir das. Was bedeutet das? Es bedeutet irgendwie, dieses Gastgeber sein können hat einen großen Wert oder große Befriedigung anscheinend. Ne? Also sich die vorstellen zu können, wie zu Hause, wenn Gäste kommen und ich bereite meinen Gästen einen schönen Abend, ist ein total befriedigendes Gefühl. Ja? Und ich glaube, das ist das, um was es da geht. Und wenn wir dafür helfen können, dass diesen ganzen Pain, der sonst um Gastronomie herum normalerweise unabdingbar ist, das zu reduzieren auf ein Minimum und wirklich dann auch Leuten Zugang zu gewähren zur Gastronomie, die einfach Lust und Bock drauf haben, Gastgeber zu sein, ist doch fantastisch, ja. Und ich glaube, dass viele sich vielleicht auch gerade, ich behaupte mal, nach 20 Jahren Konzernkarriere, und man sich auch sagt, boah, ich will irgendwas mal, ne, das geht mir auf den Senkel. Und denen auch dann die Möglichkeit zu geben, theoretisch Gastronomin zu werden, Gastronom zu werden, ist ja grandios. Ja. Da kriegen wir ganz andere motivierte Menschen in unsere Branche rein, die nicht irgendwie, sag ich mal, irgendwie als Student da mal drin gelandet sind irgendwie dann und nichts anderes hinkriegen, dann da drin bleiben, dann auch eine bewusste Entscheidung sagen, ich will dieses Gefühl haben und ich finde das fantastisch und ich habe Bock drauf. Ja. Und das hier geht an alle meine lieben Köche und Köchinnen da draußen.
Stellt euch einfach mal vor, ihr könntet alle wichtigen Daten eurer Küchengeräte in Echtzeit überwachen und steuern. Und das aus dem Homeoffice heraus. Die ersten Köche mit Homeoffice. Ja, genau das ermöglicht euch Kibi SCADA. Kibi SCADA ist mein heutiger Sponsoring-Partner und ist eine innovative Lösung zur digitalen Überwachung und Steuerung eurer Geräte und Anlagen. Und das völlig herstellerunabhängig. Das Tool hilft euch, den Überblick zu behalten und eure Prozesse zu optimieren. Mit Kibi SCADA spart ihr euch wertvolle Mitarbeiterressourcen, die wir ja eigentlich eh nicht mehr so richtig haben. Indem wir uns Laufwege unserer Mitarbeiter sparen, weniger Wege bedeuten weniger Stress und mehr Zeit für das Wesentliche, für unsere Gäste. Ja, Kibi SCADA sorgt dafür, dass zum Beispiel eure Temperaturdokumentation lückenlos gespeichert werden. Perfekt für den Nachweis und die Kontrolle. Und das Beste daran, ihr erkennt frühzeitig, ob Geräte ausfallen könnten, bevor es zu spät ist. Sobald ein Verschleißteil kurz davor ist, ausgetauscht werden zu müssen, bekommt der Servicepartner automatisch eine Meldung, damit der Techniker inklusive Ersatzteil zu dir kommen kann. Ja, das spart dir nicht nur Ärger, sondern auch bares Geld. Nachhaltigkeit ist ein weiteres Plus von Kibi SCADA. Durch die Analyse von Energiedaten erhaltet ihr wertvolle Tipps, um Energie zu sparen. Gut für die Umwelt und natürlich auch für die Bilanz. Weniger Fachkräfte, weniger Zeitverlust, mehr Effizienz. Das ist Kibi SCADA. Und mehr dazu inklusive einem kurzen Erklärvideo erfährst du unter kibi-scada.de. Den Link dazu findest du auch hier in den Shownotes. Ich habe die Erfahrung gemacht, genau das kann ich sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Menschen aus anderen Branchen in unsere Branche kommen und dann Gastronom werden, das ist immer gut gewesen. Da steckte häufig auch ein Feuer hinter, egal ob es jetzt ein Mensch ist, außer der Betriebswirtschaft studiert hat und bei der Bank war. Oder ich habe unterschiedlichste Menschen erlebt und das war eigentlich immer gut. Das war ein guter Gastgeber. Ich glaube, weil da die intrinsische Motivation halt eine ganz andere ist. Und wenn man so ein bisschen zu lange vielleicht auch in der Branche damit groß geworden sind, auch vielleicht auch Zeiten erfahren hat, wo es auch nicht so lustig war, dann hat man natürlich ist man für ein bisschen desillusioniert. Ne? Man reduziert das eher auf die Probleme, auf den Pain, den man erfahren hat und nicht auf die schönen Seiten, die Gastronomie oder die fantastische Seite, die Gastronomie auch bieten kann. Und ich glaube, es ist natürlich auch das wissen wir nicht, ich will nicht sagen, Jugendliche leicht sind, aber diese Naivität, wenn man noch nicht so tief drin steckt, ist auch wichtig, um sozusagen mit diesem Herzblut auch reinzugehen. Ne? Also ich meine, als wir angefangen haben, waren wir auch Mitte 20, Anfang 20, da wusste ich von vielem gar nichts. Ja? Ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt unbedingt so viel schlauer bin, aber Erfahrung hat mir gezeigt, wie es sein kann, im Guten wie im Schlechten. Und da wird man natürlich auch ein bisschen vielleicht vorsichtiger, anders und skeptischer etc. Aber wenn man frisch in eine Unternehmung reingeht und dann mit der Motivation, mit der Energie, die man dann auch auf einmal aufbringen kann, da kann man natürlich auch Dinge überwinden, die man sonst nicht glaubt, dass man die überwinden könnte. Und ich glaube, das ist das auch Wichtige. Und deswegen glaube ich, sind solche Leute, die aus wirklicher Motivation und Entscheidung in die Branche kommen, natürlich eine fantastische Gastgeber dann auf der. Ja, ich erinnere mich jetzt gerade, wo du das sagst. 2018 bin ich mit der Küchenherde an den Start gegangen und ich weiß, wie motiviert. Ich bin heute immer noch motiviert, keine Frage, aber damals war es halt was ganz Neues. Ich bin ganz neu in dieses ganze Thema reingestartet. Wir hatten dann auch unsere Erfahrung in Düsseldorf, ich werde es nie vergessen. Da hast du mir dann einmal richtig schön die Schuhe ausgezogen. Aber das war auch wichtig so, weil sonst, dadurch habe ich dir schon mal gesagt im Interview, dadurch habe ich meine Richtung geändert und vielleicht existiere ich deswegen heute einfach noch. Ne? Aber was ich eigentlich sagen möchte, damals war es dann halt noch so eine ganz andere Energie und mit dieser Naivität ist man halt noch schneller gegen die Wand gelaufen und ist häufiger gegen die Wand gelaufen, bis die Wand halt nicht mehr da war. Also man hat da mehr Feuer reingebracht und das war schon was anderes. Jetzt, wo du das so sagst, ja, definitiv. Aber ich habe in der Anmoderation auch gesagt, ist das vielleicht auch besorgniserregend, wenn dann jetzt Hinz und Kunz auf einmal alle Gastronomie machen können und wird der Markt dann überschwemmt, kommen dann alle aus so einer
ja, melancholischen Fantasie, ich möchte mein eigenes Restaurant eröffnen, kommen die jetzt alle dann mit so einem Konzept in unsere Branche und überfluten den Markt? Was meinst du? Sehr gute Frage, guter Punkt. Ich glaube, dass wir... Also oder muss man das regulieren? Andere Frage. Auch das, ich meine, ich habe hier irgendwie gelesen, ne, gibt es irgendwie eine Dönerbudenquote irgendwo und können wir das ja nicht auf Nagelstudios und Handyshops auch nochmal umlegen. Ich behaupte so, wir haben natürlich in Deutschland ein sehr hohes, sag ich mal, hohes Angebot an Gastronomien overall, ja. Ich glaube aber, wir haben ein sehr unvergleich verteiltes Angebot in den verschiedenen Segmenten. Und ich sage mal, im obersten Segment gibt es eh nie so viele. Ne? Da sind die Top-Läden bleiben immer rar, weil es natürlich auch eine ganz hohe Anforderung und eine ganz hohe, sag ich mal, Challenge ist. Aber die wird es auch immer geben. Die werden auch immer ihren Platz brauchen und für die besonderen Anlässe werden wir immer diese, sag ich mal, tollen Gastronomien besuchen und haben wollen. Ja. Im ganz untersten Segment gibt es auch Übermaß manchmal, ja, mit an jeder Ecke drei von demselben Konzepten, Fastfood oder, sag ich mal, Imbissen jeglicher Form. Das glaube ich, ist gefühlt auch ein Überangebot da. Wo ich aber einen großen Nachholbedarf oder Mangel sehe, ist genau in der Mitte, im Alltag. Ja? Wir nennen das auch Everyday Dining, weil irgendwie hat sich die Gastronomie aus dem Alltag verabschiedet und dann eigentlich nur noch den Kantinen überlassen und dem LEH mit irgendwie Fertigessen und so weiter. Ne? Und dazwischen gesund, gut, erschwinglich, bequem, da hat sich die Gastronomie bis jetzt nicht wirklich reinbegeben, ja, oder zurückgezogen oder beziehungsweise die Position aufgegeben. Und ich glaube, da gibt es aber immer größeren Bedarf, weil ich meine, wir wissen alle, es wird noch weniger gekocht, ja, die Haushalte werden noch kleiner, es ist noch weniger lohnenswert oder es gibt noch weniger Anlässe im Alltag zu kochen. Oft arbeiten auch dann beide Eltern oder beide Paare und so weiter. Also das ist eine Challenge. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und wenn wir sozusagen, und das glaube ich, zeigen auch Statistiken, der Außerhausmarkt wächst weiter, auch zukünftig, bedeutet, welche Rolle kann dann sozusagen neue Konzepte spielen oder in welchem Segment begeben sie sich rein? Und ich glaube, nur weitere Imbisse und Dönerläden oder nur weitere High-End-Steakläden, da ist der Markt sicher begrenzt, aber in der Mitte, glaube ich, ist der Markt noch sehr, sehr groß, gerade für den Alltagsgebrauch. Ja, da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, gerade was das Thema Mittagstisch, Mittagsangebot, unsere Preissensibilität, gerade das, was das angeht. Aber lass uns das Bild noch einmal komplett fertig machen. Wenn ich jetzt an diesen Werkzeugkoffer denke, wir haben jetzt schon ein bisschen über Konzept gesprochen, über Roboter, Robotics und was ist noch in diesem Werkzeugkoffer? Was finde ich noch da drin? Wir entwickeln gerade eine Lösung, wir nennen das Verwaltung als Dienstleistung. Und ich glaube, das ist so, die, sag ich mal, noch nicht in der Gastronomie unterwegs sind, für die ist das erstmal ist Notwendigkeit nicht so kompliziert eigentlich oder man denkt da nicht so viel nach. Ich glaube, jeder, der Gastronomie hat, der weiß, was für ein Pain das ist. Mitarbeiteranmeldung, Abrechnung, Dienstplanung, alles, was dazugehört. Ne? Dann die ganz vielen Tools, die es gibt, die vermeintlich jede Lösung, die alles kann, festzustellen, dass doch vieles dann doch nicht so ist, wie es ist. Dann hört man irgendwie von Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, digitalen Rechnungsempfang und so weiter und so weiter. Das ist kompliziert. Ja? Und ich glaube, wir hatten, also große Companies haben natürlich ihre Verwaltungen, ja. Kleine haben dann im besten Falle, ne, muss man dann abends selber dann sitzen, nach der Arbeit nochmal. Vielleicht hilft auch die Frau oder Freundin oder man findet vielleicht irgendjemanden, der einem unterstützt. Aber ich glaube, ganz viele
haben keinen. Und ich meine, die Steuerberater, die zwar die Finanzbuchhaltung mit übernommen haben, haben aber auch irgendwie jetzt nicht das beste Verhältnis in der Gastronomie, sag ich mal so, ne? Das sind irgendwie, die sind anstrengend, ne? Die machen viel Arbeit. Das ist jetzt nicht so der bevorzugte Klient in dem Sinne, ne? Und ich glaube, die Erfahrung machen viele. Und ich glaube, da gibt es eine große Lücke. Und es geht, glaube ich, nicht darum, eine weitere Software-Tool anzubieten, da hier, guck mal, ich kann das noch schneller, noch besser. Oder beziehungsweise, wenn du die Software benutzt, dann kannst du das noch schneller, noch besser. Dann ist ganz schlichtweg, wie ich am Anfang gesagt habe, die Leute wollen es abgeben dürfen und sagen, okay, da kümmert sich jemand drum. Ja? Und diese Schnittstelle zwischen Steuerberater, der, sag mal, die Bilanz machen muss und Gesamtsteuern macht, und dem Operator oder dem Gastronomen oder dem Betriebsleiter, da ist eine große Lücke. Ja? Und das hat viel mit Informationsfluss zu tun, das hat viel mit Erfahrung zu tun und es hat viel damit zu tun, zu wissen, wie Systeme funktionieren und wie man vielleicht hier und dort einen Shortcut nehmen kann. Und es hat damit zu tun, dass Kommunikation zwischen zwei Welten entstehen muss, nämlich die Verwaltung und Steuerberatungswelt spricht eine andere Sprache als die Gastronomen und die Operator-Welt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade entwickeln. Und das ist dann wiederum sozusagen ein weiterer Puzzleteil in diesem großen Ganzen. Ja, einmal, sag ich mal, vielleicht Automatisierung von Küchen, von Essensherstellung und dann auf der anderen Seite Verwaltung als Dienstleistung. Und sozusagen da den großen Fokus wieder für den Gastronomen und Gastronomen zu geben auf den Gast. Jetzt ist mein Bild vollständig. Ich denke, ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Ich erzähle, wenn ich so einen gastronomischen Betrieb sehe, dann teile ich den immer in drei Teile auf. Da gibt es den Frontbereich, alles, was so am Gast passiert. Dann gibt es den Produktionsbereich, Küche. Und dann gibt es den Bereich Backend, also Verwaltung, Administration. Diese drei Bereiche gibt es. Und ihr habt es geschafft, eine Lösung zu finden, die diesen Küchenpart und den Verwaltungspart komplett irgendwo automatisiert oder dass man auf jeden Fall schon mal eine Infrastruktur hat, die einem diese ganze Arbeit abnimmt und man kann sich komplett nur auf den Frontend-Bereich, um den Gästebereich kümmern. Absolut. Kommt das so hin? Das ist der Plan, daran arbeiten wir. Das ist sozusagen unser Pilot, deswegen auch am Ende des Jahres hoffentlich in Düsseldorf startend. Das sind natürlich alles, wie soll man sagen, das ist die Essenz aus der Erfahrung, die Jean, unser Team und ich natürlich aus den letzten 20 Jahren haben. Und das ist sozusagen unsere Conclusion sozusagen, ne, aus dem Ganzen, dass wir haben viele Tools gesehen, wir haben viele Tools auch ausprobiert, wir sind mit vielen Systemen vertraut und benutzen die, machen die, waren immer vorne mit dabei. Ich war eine ganz am Anfang, ich weiß, 1999 haben wir schon mit steuerfreien Zuschlägen schon abgerechnet. Wir haben kurz danach schon mit digitalen Kreditorenbuchhaltung angefangen, wo alle noch ganz komisch geguckt haben, was macht ihr? Ja, und waren sozusagen immer gerne vorne mit dabei. Und glaube, dass wir da das alles einbringen und die Essenz ist für uns, dass diese zwei großen Felder eine sehr große Allgemeingültigkeit haben und damit auch einen großen Impact haben. Ja? Und das ist, glaube ich, wo wir jetzt uns sehen und wo wir auch sagen, das ist unserer Meinung nach eine wirkliche Lösung und nicht eine weitere, nicht ein weiteres Spielzeug oder nicht eine weitere vermeintliche Software, sondern ich glaube, das ist wirklich aus der Praxis, sag ich mal, mit den Erfahrungen, die wir haben für den Markt. Und das ist eine großartige Überleitung. Ich habe ja gerade gesagt, ich würde gerne noch was zum Thema Mittagstisch, Mittagsangebot und Preissensibilität sagen. Und wir haben ja, wenn wir ans Mittagessen denken, dann ist das ja für uns ein
häufig eine andere Nahrungsaufnahme, und ich nenne es ganz bewusst so, als wenn ich jetzt abends mit meiner Lebensgefährtin irgendwo hingehe. Und wir haben auch mittags eine ganz andere Preissensibilität, als wenn wir abends irgendwo hingehen. Aber das, was auf den Tisch kommt, ist im Endeffekt relativ ähnlich. Und deswegen finde ich das so gut, weil durch dieses System, im Endeffekt soll es ja effizienter machen, es soll wirtschaftlicher machen. Das heißt, ich kann ganz andere Preise im besten Fall anbieten und könnte das dann halt auch für den Mittagstisch nutzen, um halt diese Preissensibilität, wobei ich finde, unsere Preissensibilität ist da nicht richtig, dass wir denken, mittags müsste es günstiger sein als abends. Aber das lassen wir mal beiseite gestellt. Aber wir haben dann die Möglichkeit, mittags ein anderes Preisangebot zu machen unseren Gästen. Und jetzt komme ich zur Frage, wie verändert sich, wenn ich dieses System nutze, dieses Betriebssystem nutze, wie verändert sich dann die Kostenstruktur in meinem Betrieb auf Personal, Ware, Sachkosten und so weiter, vorher, nachher? Also unsere Annahme ist, dass wir den Profit, sag ich mal, auf fast 25% steigern können, aufgrund der Effizienz, die dahinter liegt. Zum Schluss sind das zwei große Treiber. Sind es die Personalkosten vor allem. Ja, das ist ganz klar. Und vor allem die Personalkosten im Sinne von, die meisten Kosten entstehen in den Überhängen. Bedeutet, ne, wenn wir Geschäft haben, dann passen meistens die Kosten zum Umsatz. Ja. Das Problem ist nur, dass das Geschäft nicht irgendwie 8 Stunden lang geht, sondern meistens nur 2, 2,5 Stunden und dann aber trotzdem irgendwie Kosten 8 Stunden oder 10 Stunden oder noch länger laufen. Ja. Bedeutet, da ist natürlich so eine Maschine viel, viel effizienter. Natürlich auch per se, dass wir weniger Leute brauchen insgesamt und natürlich dann auch in dem LIV-Konzept, also mit dem Pilotprojekt in Düsseldorf, machen wir sehr viel mit Self-Ordering, Self-Checkout, Self-Payment etc., so dass es ein sehr autonomer Prozess ist und dann wirklich der Host, so nennen wir den, sich nur noch um die Gastgeber sein kümmern kann. Und damit reduzieren wir natürlich auch die ganzen Funktionen, wie du richtig gesagt hast vorhin. Der Mitarbeitende ist nicht mehr, sag ich mal, der Logistiker, ne? Essen bringen, abbringen, Order-Taker und so weiter. Das fällt alles dann so weg. Und das ist der Leverage, den wir bieten können. Das nächste ist natürlich, durch die Einsatz von Technologie wie die Robotik brauchen wir ganz viel weniger Investment in die Fläche. Das Gebäude wird nicht so belastet. Wir brauchen jetzt keine Fettabluft einmal durch das ganze Gebäude Hochhaus hoch aufs, übers Dach etc. etc. Ja. Und natürlich, wir können sehr präzise die Wareneinsätze bestimmen und damit auch sehr präzise die Food Waste kontrollieren beziehungsweise kein Food Waste produzieren. Und aus den Summen der ganzen, und wenn wir dann noch sagen, wir automatisieren oder beziehungsweise ganz keine Administration mehr, sondern die ist zentral gesteuert etc., dann haben wir eine sehr schlanke Operations und da müssen wir, glaube ich, zumindest für einen gewissen Segment hin, und das hast du richtig gesagt, mittags haben wir vielleicht eine andere Anforderung, ich würde das mal erweitern, wir brauchen unterschiedliche Arten von Gastronomien, diese Erlebnisgastronomie für den besonderen Anlass wird es immer benötigt werden und es wird immer die ich wünsche mir, dass es vielleicht noch mehr davon gibt, kleine, individuelle, tolle Köche, Gastronomen oder Köchin, die, sag ich mal, einen kleinen Laden machen, ja, wo man sagt, okay, wenn ich was Besonderes habe, wow, das ist der place to go, ja. Aber drumherum gibt es ganz, ganz, ganz viele Anlässe, die wir mit der Gastronomie bedienen können und müssen. Und dort brauchen wir sehr effiziente, sehr strukturierte, sag ich mal, Prozesse. Und wir haben als Gäste auch eine andere Anforderung. Ne? Ich will mittags gesünder essen. Ich will im Alltag viel gesünder essen wollen. Ich möchte aber es trotzdem, dass es convenient ist, dass es trotzdem einfach ist. Ja? Und ich will natürlich auch, dass es erschwinglich ist. Ich würde nicht sagen, dass es billig sein muss, sondern erschwinglich. Ja? Und dann kommen wir in ein Segment, wo ich sage, ja, das ist etwas, was, glaube ich, eine große Marktlücke ist, die vielleicht jetzt auch nur durch die Kombination von dem Wissen erfahren und die Technologie jetzt erst auch funktionieren kann. Ja? Sodass wir theoretisch dieses Konträre
gutes, gesundes, leckeres, individuelles Essen. Ne? Auch das ist wichtig. Ne? Du isst ein bisschen anders als ich im Alltag. Ja, der eine möchte mehr Proteine, der andere sagt, nee, ich brauche weniger davon und so weiter. Und diese individuelle Ernährung hat bis jetzt, ist schwer, sag ich mal, zu bedienen. Ja? Es sei denn, du bist, kochst selber alles und so weiter, aber dann ist es nicht unbedingt bequem. Ne? Und wir sind bequem geworden und das ist auch gut und auch richtig so. Und ich glaube, darauf kann man sozusagen mit der Technologie, mit den Lösungen, die mit den Ansätzen, die wir haben, dann hat man vielleicht eine Chance, eine Antwort zu haben. Ja, also es gibt ja mittlerweile auch schon Lösungen. Und da sind wir nicht nur nicht weit von entfernt, sondern das wird tatsächlich schon umgesetzt, dass ich mir aussuchen kann, wenn ich jetzt einen pflanzenbasierten Burger essen möchte und dann habe ich dort einen Roboter, der druckt das Essen und kocht es gleichzeitig. Und ich kann genau sagen, diesem Roboter, wie groß soll denn der Proteingehalt in meinem Patty sein? Wie groß soll das sein? Wie soll das gegart sein? Also ich kann dem schon genau sagen, wie soll es aussehen? Was soll drin sein? Was habe ich vielleicht? Habe ich irgendwelche Mangelerscheinungen heute, weil ich gestern ein Glas zu viel hatte oder so, keine Ahnung, und kann dem halt sagen, was soll da rein? Also es ist ja auch alles schon möglich. Das heißt, wir können auf unsere individuellen Wünsche, können wir nicht nur per Rezept eingehen, sondern auch später, was noch genau da rein soll. Aber da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Ich habe nämlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Wenn ich jetzt, wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn jetzt ein Quereinsteiger oder muss ja auch gar kein Quereinsteiger sein, sondern jemand, der sagt, ich möchte einfach ein neues Restaurant aufmachen, ein zweites, drittes und kann das Konzept nutzen. Ist etwas an Konzepten ausgeschlossen, was nicht funktionieren würde? Erste Frage und zweite Frage, kann ich das auch in mein bestehendes Restaurant, in ein bestehendes Konzept etablieren oder muss es einfach neu sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch ganz, keine ganz klare Antwort. Also die Integration in bestehende Systeme ist immer die größte Herausforderung, ja, weil das natürlich auch einhergeht mit Veränderungen im Ablauf, im Mindset, in allem. Ja. Und ich glaube natürlich, dass viele auch noch skeptisch sind dagegenüber und das auch berechtigt sicher, weil die, ich meine, wenn man sich genau überlegt, wie viel, sag ich mal, Hochtechnologie in den meisten Küchen steht, wie mit den ganzen Kombidämpfern etc. und trotzdem irgendwie mit den rudimentärsten Grundeinstellungen nur gearbeitet wird. Ne? Einmal rot und blau, 180, fertig. Ne? So. Dann zu sagen, den Sprung zu sagen, hier hast du einen hochkomplexen Roboter, na, arbeite mal mit dem, das scheint mir ein sehr großer Sprung zu sein. Ne? Und ich glaube, die gesamten Effekte aus dem Robotik mit weniger Verbrauch, mit weniger Fläche, mit weniger Technik oder Gebäudevoraussetzung, das ist natürlich sicher effizienter in einem neuen Konzept. Ja? Da kann man das neu denken. Ja? Die Zukunft wird aber sein, und das hatte ich anfangs gesagt, ist die Interaktion oder das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Und deswegen glaube ich auch, dass die guten Roboter beides können. Die kann autonom arbeiten, aber auch sozusagen der Zuarbeiter sein, ne? Einen vollständigen Posten besetzen, sage ich jetzt mal in Küchenjargon. Und da kommen wir auch zu der Limitierung momentan oder beziehungsweise zu den Möglichkeiten. Noch ist es eher, dass sag ich mal, in einem Topf, in einer Pfanne, in einem Wok zu denken. Die weiteren Thermiken sind in der sag ich mal, Entwicklung und dann irgendwann werden ganz viele verschiedene thermische Geräte, die wir so kennen in der Küche, sozusagen mit eingesetzt werden können. Und dadurch erweitert sich natürlich dann auch das Produktportfolio. Ne? Wo da die Limits sind, werden wir sehen. Aber noch ist es, sag ich mal, limitiert in Form von den thermischen Geräten, die es gibt. Aber ich glaube, das geht dann sehr schnell irgendwann. Und ich glaube, und da bin ich auch wiederum auch ein Fan von Minimal-Maximal-Prinzip, bedeutet, mit dem, was man hat, sollte man, oder mit den Limitierungen, die es gibt, sollte man dann, sag ich mal, versuchen, kreativ zu sein und nicht immer nur nach dem zu schreien, was man nicht hat. Und ich glaube, da so entsteht überhaupt erst Kreativität. Ne? Wenn ich alles haben könnte, was haben will, dann brauche ich nicht kreativ werden. Dann kriege ich halt einfach alles. Aber ich glaube, gerade wenn ich weiß, okay,
ich kriege nicht alles und ich habe auch nicht alles, ich habe nicht die nicht alle Möglichkeiten, dann fängt man an zu tüfteln, zu überlegen, wie kriege ich es denn doch hin, ne? Und wie kann ich trotzdem was Gutes kreieren? Und das, glaube ich, ist die Aufgabe, die wir haben. Und damit, sag ich mal, öffnen sich dann auch, glaube ich, genug Möglichkeiten mit der jetzigen, doch limitierten Technologie. Ich glaube, dass wir ein neues ganzes Segment sehen werden. Und das ist, sag ich mal, automatisierte oder mit Küchenrobotik als eigenständige Segment in unserem Markt, weil die, sag ich mal, unterschiedliche Anforderungen bedienen können, die vielleicht, sag ich mal, so jetzt die Gastronomie noch nicht bedienen kann, bis hin zu, sag ich mal, sehr autarke, vollautonome, sag ich mal, Konzepte etc., etc., was vielleicht 24/7 läuft und so weiter. Ne? Also so weit kann man das ja denken. Und ich glaube, da entwickelt sich ein komplett neue Art von Gastronomie in Bezug oder in Kombination in Zusammenarbeit mit Robotik. Eine letzte Frage habe ich an dich. Und zwar, wann kann ich euch anrufen, wenn ich sagen möchte, ich möchte hier unten an der Ecke, möchte ich gerne mein Pinchos-Restaurant eröffnen und ich möchte gerne euer Konzept nutzen? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, im ersten Quartal nächsten Jahres sind wir soweit. Ja, wir starten unsere Produktentwicklung jetzt im November auf dem Gerät in Frankfurt. Vielleicht ein interessanter Gedanke, der mir kam, wäre ich mal interessiert, ob was du meinst. Wir haben vielleicht angedacht, auch, sag ich mal, Kochkurse zu geben für Interessierte mit dem Kochroboter. Um vor allem auch das Verständnis und die Möglichkeiten weiterhin zu kommunizieren und in den Markt zu tragen, gerade für Fachleute, ne, also für Köche, Köchen, alle, die in der Gastronomie aktiv sind, um wirklich eine echte Erfahrung mit so einem Gerät zu bekommen, um zu verstehen, wo sind Limits, wo sind Chancen. Ja, und ich glaube, das wäre vielleicht spannend zu sagen, richtige Kurse zu machen, so hier Nachmittag ein paar Stunden, um dann wirklich zu verstehen, was kann es, was sind Möglichkeiten und dann wirklich auch mal in Interaktion zu treten, ja. Um sozusagen auch unseren Markt darauf vorzubereiten, ne, dass das eine neue Technologie ist, die Einzug erhält. Und jetzt muss ja natürlich auch, sag ich mal, die Leute müssen es auch erfahren können, ne? Und es wird nicht so schnell gehen, weil natürlich Produktion und Ausrollen limitiert ist und auch wenn der ein oder andere behauptet, würde dann irgendwie demnächst ein paar tausend Dinger raus schicken ungefähr, wissen wir alle, dass das meistens dann doch nicht so ist, bedeutet der Supply ist noch relativ gering im Verhältnis zum Demand, bedeutet es wird ein bisschen dauern, bis, sag ich mal, ein breiter Zugang zu solchen Geräten da ist überhaupt, ne? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass viel mehr Leute damit Erfahrung sammeln können oder zumindest in Berührung kommen, um, sag ich mal, auch sich Gedanken schon mal zu machen, wo die Reise vielleicht hingehen kann für sich selber und dann schon mal kreativ werden kann. Ne? Ja, glaube ich, ist eine schöne Möglichkeit, auch die Distanz dazu zu verlieren. Weil wenn man jetzt über Robotik spricht, dann spricht man davon, wie wir jetzt hier im Podcast, dann schaut man sich mal ein YouTube-Video an, aber wirklich mal da dran gestanden zu haben und vielleicht etwas eingegeben haben, etwas zu entwickeln über so ein Gerät und ja, dass einfach die Distanz weg ist, dass man sowas in seinen Gedankengang lässt und zulässt, sowas auch in seiner eigenen Küche vielleicht zu denken. Ich denke, das macht durchaus Sinn. Und ich würde gerne noch auf eine Sache zurückkommen und dann würde ich das Wort an dich übergeben. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Du bist mein Gast und die letzten Worte gehören gleich dir. Und wir haben vorhin, vor ein paar Minuten, über den Markt, über die Branche gesprochen und haben gesagt, okay, wird das vielleicht überflutet? Kommen vielleicht so viele in diese Branche? Und ich glaube, das wird sich alles von selber regulieren. Diejenigen, die gute Gastronomie machen, und ich meine mit guter Gastronomie meine ich nicht nur tolles Essen und tolle Getränke, sondern die ein tolles Konzept haben, tolles Angebot, tolle Dienstleistung, tolle Menschen, die bei sich arbeiten und wirklich den Gästen, egal ob es mittags ist, ob es abends ist,
Museumsmomente schafft. Einfach, dass man auf die Menschen eingeht und wenn man das alles richtig macht, dann reguliert sich das von selbst. Und wenn wir dann solche Werkzeuge oder Werkzeugkoffer nutzen, dann später auch für unser Geschäft, dann werden wir ja zwangsläufig effizienter, wirtschaftlicher, können andere Preise anbieten oder behalten am Ende des Tages mehr übrig. Und wenn wir das machen, wenn wir das nutzen, dann glaube ich, reguliert sich der Markt dann von selbst zwischen denen, die gute Gastronomie machen und sich halt mit neuen Dingen beschäftigen und die Leute, die es dann halt leider nichts mehr vom Kuchen abbekommen. Aber das sind dann meistens auch keine guten Gastronomien, muss man einfach so sagen. Und jetzt habe ich genug erzählt. Lieber Tim, ey, ich danke dir, dass du wieder bei mir gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin ganz gespannt, wie es da weitergeht und freue mich, wenn wir dann zwischendurch telefonieren und du mir ein Update gibst. Und jetzt verabschiede ich mich schon mal bei euch allen. Danke, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und jetzt, lieber Tim, die letzten Worte gehören dir. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube, ich würde gerne so ein bisschen vielleicht philosophischeren Ansatz oder mitgeben und irgendwie nochmal uns bewusst machen, was für eine wichtige Bedeutung die Gastronomie für unsere Gesellschaft hat. Ich glaube, Gastronomie ist so ein bisschen das Lagerfeuer von unserer Gesellschaft. Ja, wir versammeln uns drumherum, wir teilen Erfahrungen, echte Erfahrungen, wir teilen gemeinsam die Erfahrung und können sozusagen gemeinsam über Dinge reden, über echte Erfahrungen, nicht individuell, was wir wahrnehmen über Social Media oder sonst was, sondern wirkliche, echte Erlebnisse. Und dafür ist die Gastronomie so essentiell für unsere Gesellschaft. Und diese, glaube ich, Bedeutung, die wir haben, müssen wir uns vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir sind der Human Touch, ja, der menschliche Interaktion ist das Premium, was die Leute suchen und dafür werden sie auch zukünftig wesentlich mehr ausgeben als für alles andere. Und deswegen glaube ich daran, dass die Gastronomie die größte Zukunft vor sich hat, jemals zuvor und nicht das Gegenteil. Also, wir sind in der besten Branche der Welt.